Also ein Liebesroman ohne Kitsch und Klischees. Was ist ein solcher? Naja, ein Liebesroman mit Kitsch und Klischees ist vielleicht mehr unterhaltsam. Also, ne, der ist leicht und vielleicht auch manchmal ganz aufregend, wenn sie sich dann wieder verlieren, aber am Ende kommt das Happy End oder auch nicht. Also es ist etwas, was unterhaltsam ist und wo das Buch dann vielleicht zuschlägt und sagt, ach, schön war's oder angenehm. Aber diese Liebesgeschichte zwischen Ella und Luke ist ja eine Geschichte, die am Anfang ja nur geahnte Liebe war und erst Jahrzehnte später die Sicherheit kommt, es war und es ist Liebe. Und das ist der Unterschied. Also sie haben nicht diese normale, sagen wir mal, normale Entwicklung, wie man sonst einen Liebesroman liest. Die haben sie eben nicht, die beiden. Sie haben viele Jahre verpasst oder vielleicht auch dadurch viel gewonnen am Ende. Das heißt eigentlich, die Ausgangssituation ist ja eine unmögliche. Am Anfang des Ne? Romans, Da, da. oder? Ja, also von der Vorstellung her, wenn wir vom typischen Liebesroman her denken, ne, in dem irgendwie das Ziel ist und sie lebten glücklich zusammen bis ans Ende ihrer Tage. So, ne? Also wenn das junge Liebespaar sich kennenlernt und dann die Liebe des Lebens findet und vielleicht heiraten sie am Ende so. Ne? Das wäre ja so das Klischee. Das heißt eigentlich, der Start, ne, so wie du es gerade beschrieben hast, schon die Ausgangssituation, ist ja ein ziemlicher Bruch mit dieser typischen Formation. Oder täusche ich mich? Nee, das stimmt, weil am Anfang, sie waren noch sehr jung, lernen sie sich kennen und ja, da so eine Ahnung, da ist was. Aber sie beide haben ihr Leben, was sehr, sehr unterschiedlich ist und auch ihre, sagen wir mal, Sozialisationserfahrung, die eben es unmöglich machten, dass sie zueinander finden. Lass uns ein wenig auf den Schreibprozess blicken. Wie ist es dir damit ergangen? Ja. Das war sehr spannend. Also ich trage schon lange Ideen über Romane, Beziehungsromane, sagen wir mal, weitesten Sinne, mit mir herum. Und ja, irgendwie hat es dann nie so richtig geklappt. Dann habe ich mal angefangen zu schreiben und dann wieder liegen lassen. Und ja, und es fehlt dann auch so das Selbstbewusstsein, ne? Wenn man dann auch selber viel liest, dann denkt man, naja, ob ich das so hinkriegen würde. Und es war dann ganz spannend, weil ich mir eben Rat und Hilfe gesucht habe für den Einstieg, wie dann quasi so etwas sich öffnete. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, da diesen Schritt gemacht zu haben und zu schreiben und mich wirklich zu verbinden mit den Figuren, bestimmte Techniken dann auch von denen zu hören, ne, und die auch mal in Worte gefasst zu bekommen. Und das war richtig gut. Und dann hat sich wirklich was geöffnet und ich war sehr, sehr gut eigentlich die ganze Zeit über im Schreibprozess drin. Und es hat sehr viel Einfluss auf mein tägliches Leben gehabt. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung.